Vor 6 Jahren habe ich das Death Race ins Leben gerufen. Heute habe ich genauso viele Zuschauer wie der Super Bowl. Die Fahrer sind Sträflinge und die Regeln sind einfach. Es gibt keine. Siege und gewinn deine Freiheit. Oder stirb beim Versuch. Wer ist der Neue? Jensen Ames, er ist früher NASCAR-Rennen gefahren. Man sagt, er hat seine Frau ermordet. Er isst wohl nicht gern Haferbrei. Ich möchte, dass Sie für mich fahren. Wie kommen Sie darauf, dass ich für Sie mein Leben riskieren würde? Ich bitte Ihnen die Freiheit. Dazu müssen Sie die Rennstrecke nur lebend verlassen. Und gewinnen, natürlich. Das Rennen findet in 3 Etappen statt, verteilt auf 3 Tage. Morgen lernen Sie Ihren Navigator kennen. Die kommen mit Bussen aus dem Frauenknast. Was ist mit den anderen Fahrern? Töte oder werde getötet. Ich gewinne dieses Rennen, weil ich hier raus will. Darf ich vorstellen? Monster. Mustang V8 Coupé. 2 Zentimeter Stahlplatten als Panzerung. Rauch, Öl und Napalm. Und 30 mm Maschinengewehre für den Angriff. Los geht's. Das nenne ich Entertainment. Sie haben wirklich Glück, dass ein Fahrer wie ich in Ihrem Gefängnis aufgetaucht ist. Oh, das war mehr als Glück. Du liegst vorne. Auf wen willst du schießen? Man fährt doch nicht rückwärts. Er weiß, dass wir ihm die Sache angehängt haben. Was sollen wir jetzt tun? Wir bringen ihn um. Was ist passiert? Ihr könnt mich nicht umbringen, ihr könnt mich verbrennen, erschießen, aber ihr könnt mich nicht umbringen!